Wir sind heute wahrscheinlich das letzte Mal in Kyoto unterwegs. Und zwar sind wir heute am Kinkakuji. Und das ist ein relativ berühmter Tempel in Japan. Und den werden wir uns dann gleich mal angucken. Und was ihr jetzt gerade im Hintergrund seht... Nein, meine Kamera möchte nicht fokussieren. Egal. Da werden gerade die Neujahrsglocken geläutet. Und das haben wir übrigens auch zu Neujahr gemacht. Das heißt, wir sind kurz vor 0 Uhr zu einem Tempel gegangen. Und haben zum Glück auch einen gefunden, wo man das dann machen konnte. Und das ist eine der Traditionen, die man halt zu Japan zu Neujahr macht. Es gibt dann noch ganz, ganz viele andere. Aber da wir keine Japaner sind, haben wir die nicht alle mitgemacht, sondern halt nur so ein bisschen. Und jetzt geht's aber los mit Kinkakuji. Regnet. So schnell kann das Wetter umschwenken. Jetzt haben wir Sonne. Hier kann man Geld reinwerfen und wenn man diese Schale da hinten trifft, dann hat man wohl Glück, aber man sieht ja, wie wenig Leute scheinbar treffen. Dieser Weg ist zu spirituell für alle Leute, denn man muss draußen bleiben. So, das war der Kinkakuji und wir fahren jetzt nochmal nach Hause. Denn erstens wollen wir noch ein paar Videos schneiden und zweitens wollen wir nachher in ein Ramen-Restaurant gehen. Aber wir wollen da nicht zu dieser typischen Essenszeit hingehen, weil dann ist es dann nämlich mega voll und da muss man da anstehen. Und deswegen werden wir da einfach so später am Abend hingehen und hoffen, dass es dann halt etwas leerer ist. Weil das ist nämlich ein Ramen-Restaurant, was weit weg von der Station ist, aber trotzdem sehr, sehr bekannt. Weil es wohl das beste Ramen-Restaurant in Kyoto sein soll. Ja, weit weg von der Station? Ja. Nicht nah, da, wo so die Touristen hingehen. Ja. Aber es soll wohl das beste Ramen-Restaurant in Kyoto sein. Ja. Und da wollen wir Ramen essen und ja, jetzt geht's erstmal nach Hause. Kommt ihr zum Kind schon? Nein! Boah, der Zug ist so cool. Okay. Guck mal, es ist ein Geisterzug. Ja. Da ist nichts mehr los. Man sieht den Zug. Ja. Okay. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Ramen-Restaurant und wir werden mal gucken, ob wir da einen Platz kriegen. Es ist jetzt 20.30 Uhr ungefähr und die haben bis 22 Uhr offen, also ich hoffe, dass wir da einen Platz kriegen. Die Hauptansturmszeit sollte schon vorbei sein und dann gibt's gleich Ramen! Und Zug! So viele Leute stehen an. Das Ramen-Restaurant wurde uns übrigens von einer Arbeitskollegin von Max empfohlen. Und als wir den Tag beim Inari-Schrein waren, haben wir einen Mann auf dem Bergweg getroffen, der uns auch gesagt hat, dass dieses Restaurant sehr, sehr gut sein soll. Und er hat uns sogar empfohlen, was wir bestellen sollen. Und zwar... Scheiße, kriege ich das jetzt zusammen? Warte, warte. Damen Namimen Kata Negi Ome. Was genau das ist, habe ich irgendwie vergessen, aber es soll sehr, sehr lecker sein. Soy-Ramen mit... Ja, Negi ist irgendwie Zwiebel. Pork und Zwiebel. Aber Menkata war irgendwas ganz Besonderes, was halt nicht normal ist oder so. Also das mit dem Nami steht doch auf dem Menü. Ja, genau. Also Nami steht auch auf dem Menü, aber was Menkata genau bedeutet, weiß ich halt nicht. Und Negi ist halt Zwiebel und Ome weiß ich auch nicht so genau. Aber wir werden mal sehen. Thank you.
geht nicht. Nicht mal in Japan schaffen sie es halt, die Namen richtig bei Starbucks drauf zu schreiben. Aber das ist ja typisch Starbucks. So, wir waren jetzt Ramen essen und ich muss sagen, es war mega, mega lecker. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Service ist super gut da, also man muss zwar draußen eine Weile anstehen, aber wenn man dann drin ist, also man bestellt dann vor der Tür draußen und wenn man drin ist, muss man gefühlt nur 2 Sekunden warten, bis man dann sein Essen bekommt. Aber das Ambiente ist halt nicht so geil, ist relativ klein, aber trotzdem ganz cool, oder? Was meinst du? Es war mega lecker. Also ich komme ja aus Tokio und habe da schon ein paar Mal was gegessen, und also Ramen gegessen, aber dort war es nochmal richtig was anderes und richtig herzhaft. Ja. Herzlich. Oh ja, also ich würde sagen, das waren die besten Ramen, die ich bisher gegessen habe. Ich auch, definitiv. Ja. Mach. Yay. Ja, und ich trinke jetzt noch mein Matcha Latte zu Ende und wir gehen nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Oh, das ist das letzte Video heute. Und das war heute wahrscheinlich das letzte Video aus der Daily Vlog Reihe, denn ich fahre morgen nach Hause. Max Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt, bei jedem Video, wenn ich das denn mal noch mache. Genau. Ist bei jedem Video verlinkt, natürlich hat sie das gemacht. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann demnächst wieder. Tschüss. Ciao, ciao.